Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo zum Telestammtisch. Jede Woche gibt es Veröffentlichungen und wir helfen euch dabei, das Beste rauszufischen. Wir besprechen fast jede Veröffentlichung, wir geben uns wirklich Mühe. Wir besprechen hier Dokumentation, Blockbuster, kleine Filme, Indie-Filme, Serien am laufenden Meter. All das, was neu in die Kinos kommt, aber auch bei den Streaming-Plattformen landet. Wir sind ein Team aus 50 Leuten ungefähr. Wir haben Männlein, wir haben starke Frauen, wir gehen hier mit volle Power ran. Und wir hätten gerne dich dabei. Also, wenn du uns unterstützen willst, dann lass bitte ein Like da, schreib einen Kommentar, komm mit uns in Kontakt. Wir sind auf Instagram, YouTube, Spotify, überall zu erreichen. Und ihr könnt sogar mitmachen, denn wir suchen immer neue Mitglieder. Also, wenn ihr auch mal Bock habt, einen Film zu sehen, bevor der ins Kino kommt, eine Serie vorab zu besprechen, dann meldet euch bei uns. Das macht viel Spaß, die Leute sind super nett und nervös müsst ihr gar nicht sein. Wir nehmen euch da an die Hand. Genug geredet. Habt Spaß mit den Besprechungen. Macht's gut. Hallo, liebes Du, ich begrüße dich. Erstmal fürs neue Jahr, unsere erste gemeinsame Zwei-Personen-Besprechung. Ja, hallo, frohes Neues und ich freue mich. Ja, und ich habe hier eine kleine Aufgabe für dich zu Beginn. Oh, okay. Und zwar stell dir mal vor, diese Besprechung, die wir haben, wäre eine Stadt. Ja. Wie würden wir uns verhalten und welche Stadt wär's? Boah. Die erste Frage können wir, glaube ich, hinten ranschieben, weil die wird im Laufe der Besprechung vielleicht sogar noch geklärt. Ja. Aber die Stadt, von der wir reden, ist eine der schönsten der Welt. Eine der Bielefeld. Ja, Bielefeld. So, Bielefeld. Da ranken sich ja einige Mythen drum. Nee, wir sprechen nicht von Bielefeld. Wir sprechen vom Big Apple. Und der Netflix-Miniserie Pretend It's a City, die irgendwie auch ins Deutsche übersetzt wurde, glaube ich, aber nicht verwendet wird, nämlich mit dem tollen Titel Es ist eine Stadt. Da lassen sie dieses Pretend komplett raus. Ja. Ja. Ich hätte auch Probleme gehabt, das ins Deutsche zu übersetzen, wenn ich ehrlich bin. Naja, aber so im Laufe der Miniserie, weiß nicht, wird einem das überhaupt klar, warum es der Titel ist? Nee, nicht so wirklich. Ich habe auch eine Frage an dich. Ja, bitteschön. Also Miniserie ist ja nichts Fiktionales. Mhm. Es ist ja kein wirkliches, da ist ja kein Narrativ dahinter. Aber ist es dann eine Doku-Miniserie? Ist es ja irgendwie auch nicht, oder? Können wir vielleicht so als eine Art, als Interview-Siebenteiler. Ja. Martin Scorsese interviewt Fran Lebowitz. Und jetzt fragt sich jeder, wer ist Martin Scorsese? Nee, wer ist Fran Lebowitz? Verdammt. Ist eine 70-jährige Frau. Ja, eine 70-jährige Autorin, die wohl in New York und in den USA allgemein wohl sehr bekannt ist, weil sie wohl so in den 60er, 70er Jahren wohl sehr prominent war. Sie hat, glaube ich, auch so Sachen mit Andy Warhol gemacht und ist vor allem bekannt geworden durch ihre Artikel. Durch ihre Alltagsbeobachtung und hat auch, glaube ich, das ein oder andere Buch geschrieben. Ich will ehrlich sein, als du gesagt hast, guck dir das mal an, dann können wir das besprechen, hatte ich gedacht, das ist diese Fotografin, aber die heißt, glaube ich, Anne Leibowitz. Ja, oder man spricht sie gleich aus und schreibt sie anders, aber ja, tatsächlich. Auf jeden Fall war ich in der ersten Folge sehr überrascht, dass es nicht um Fotografie geht. Es geht um viele andere Dinge, aber ich glaube, Fotografie ist gar nicht dabei. Nee, gar nicht. Ja, auf jeden Fall ist diese Frau eigentlich eine Beobachterin ihres Umfelds, welches im größten Teil das Leben in New York ist. Und dadurch, dass sie gern schreibt und dass sie auch einen sehr spitzen Stift wahrscheinlich benutzt und eine sehr spitze Zunge hat. Ich sag's frei raus, es ist eine sehr angenehme siebenteilige Interviewserie gewesen. Nicht nur für mich, weil ich glaube sogar Martin Scorsese hatte da seine Freude dran, wie man immer sieht. Die Frau ist ein Original. Ja, ein wertes Original, ein sehr schlagkräftiges Original. Aber ich weiß ehrlich nicht, was ich da gesehen habe so richtig, weil de facto ist es einfach so, Martin Scorsese unterhält sich mit ihr. Und schneidet dann noch so ein paar Szenen dazwischen, wie sie in anderen Talkshows sitzt oder wie sie durch New York stromert. Ich glaube, das war sogar anhand eines Vortragmarathons, den sie vielleicht gibt. Keine Ahnung. Das kann sein, Und jede dieser Folgen, die so um die 30 Minuten geht, da gibt es immer so ein zentrales Thema. Kultur, Sport, Gesundheit, New York City an sich, wobei das
übergreifende Thema ist New York, ganz klar. Mhm. Ich war noch nie in New York. Warst du schon mal da? Nein, also nicht physisch. Ja, also in Filmen oder Serien waren wir alle schon mal in New York, mehr als einmal. Ich habe New York so oft brennen sehen, ich glaube, boah. Naja, ich will nicht nach New York, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, diese Stadt wäre mir zu groß. Mhm. Und nach der Sichtung dieser von Pretend the City hat sich meine Meinung da auch nur bestätigt. Ich finde, New York ist eine faszinierende Stadt, aber ich finde, manche Faszinationen kann man auch gut von außen beobachten, genau. Es fällt mir unglaublich schwer zu erklären, was einem da erwartet jetzt bei dieser Interviewserie, denn wir haben eigentlich schon alles gesagt, was passiert. Ja, ich meine, es hat schon den Grund, warum ich eigentlich recht froh bin, dass ich diese Besprechung nicht allein machen muss, denn mir geht es relativ ähnlich und ich habe ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass wir vielleicht zu zweit zumindest irgendwie auf einen gewissen gemeinsamen Nenner kommen. Ich glaube, dass diese gute Frau Liebowitz, ich glaube, vielleicht in vielerlei Hinsicht manchen Personen als Zynikerin vorkommen könnte, was sie jetzt für mich nicht war. Ich finde sie einfach nur sie gibt ihre eigenen Beobachtungen des Alltags wieder und muss sagen, sie hat so ein sehr trockener Humor, den ich unglaublich gerne mag. Ja. Und man merkt, dass aus ihr auch so eine gewisse Lebensweisheit spricht. Ja, Lebensweisheit, aber ich finde auch eine gewisse Lebensfreude. Genau. Ich meine, sie betont es ja auch relativ oft. Sie ist irgendwo so zwischen, ich habe kein Problem damit, wenn ich jetzt morgen sterben würde, aber ich lebe eigentlich ganz gern. Und da gab es einen Satz, der irgendwie auch ihr Schaffen oder ihre Person recht gut umschreibt, den sie da gesagt hat. Und zwar, sie ist eine Frau mit wenig Macht, aber vielen Meinungen. Und das ist tatsächlich das, was Scorsese irgendwie in diesem Interview aus ihr, ich will gar nicht sagen, rauskitzelt, denn er sitzt eigentlich nur da und lacht sehr viel und gibt ihr immer wieder mal Stichworte. Und ich finde, die haben eine unglaublich schöne harmonische Dynamik miteinander. Es ist tatsächlich, da sprechen zwei Leute miteinander und man sitzt eigentlich da und man, als würde so Oma aus dem vorherigen Leben erzählen. Gut, in meinem Fall wäre es jetzt wahrscheinlich auch eher Mama, aber es ist schon, weiß nicht. Ja, es ist eine unglaublich undankbare Aufgabe, das zu besprechen, muss ich ehrlich sein. Es war aber dafür umso dankbarer, das zu gucken. Ich glaube, denn ich habe es innerhalb von kurzer Zeit geguckt und das muss ich vielleicht sagen als Kritikpunkt. Nach zwei Folgen hat man auch erstmal geguckt. Ja. Aber man wird ja nicht gezwungen, das zu bingen. Nee. Aber es war jedes Mal wieder eine große Freude, zu ihr zurückzukehren. Bin jetzt auch ein bisschen wehmütig, dass die Folge Schluss ist, denn alle zwei, drei Tage so 40, 50 Minuten für ein Leibowitz, gerne. Es ist auch so ein kleines Sammelsurium an Lebensweisheit. Ja. Und man erkennt sich in einigen Sachen wieder, weil, ich als Münchner habe natürlich meinen kleinen inneren Grantler immer mit mir dabei. Aber ich denke auch, du hast so einen kleinen Nörgler in dir, der immer wieder mal laut wird und mal raus will und sich über die ganzen anderen Leute aufregt. Und ich glaube, das ist sie. Sie ist so ein bisschen die Stimme des Grantlers. Ja, aber wirkt dabei aber nicht verbittert. Nee, kein bisschen. Also, dass sie eine Zynikerin ist, doch, das würde ich unterschreiben, aber es gibt ja verschiedene Arten von Zynikern oder von Zynismus an sich. Und das ist eine sehr lebensbejahende, finde ich, so blöd es klingt. Und ich finde ihre Alltagsbeobachtung auch sehr, sehr schön. Die Vorträge, du hast schon gesagt, die hat so einen ganz trockenen Humor und den beherrscht die wirklich sensationell. Also ich habe bei 20 Minuten Fran Lebowitz mehr gelacht als so bei einigen Netflix-Comedies. Ja. Und es liegt ein bisschen so an der Art und Weise, Erscheinungsbild, klar, das ist eine kleine 70-Jährige, die aber ganz ehrlich so viel Leben in den Augen hat, dass man, keine Ahnung, die fasziniert schon allein durch ihr Auftreten, finde ich. Also Blödes klingt, aber ich hatte schon Spaß dabei zu sehen, wie die durch New York geht. Ja. Also es gibt so eine schöne Szene, da geht sie halt durch New York und wir sehen sie oft durch New York in dieser Reihe. Und dann kommen ihr so Mädels entgegen, die mit den Autoreifen, Reifen, der sich herzieht. Ja, super.
Und in dem Thema, also in der Folge geht es halt um das Thema Sport. Mhm. Ja, und Fran Lebowitz ist kein Sportfan, überhaupt gar nicht. Das sagt sie Spike Lee dann auch später. Ja, ja. Und es ist alleine, wenn die an denen, also an denen vorbeimarschiert und sie guckt dann so zurück, ist herrlich. Und wie gesagt, das absolute Highlight der Folge ist definitiv, das ist so ein Interviewsegment, da befragt sie, oder wird sie befragt von Spike Lee, dem großen afroamerikanischen Sir. Und der versucht ja halt immer so ein bisschen was abzuregen, warum denn Sport gut ist. Und stößt da echt auf Granit. Und dann muss er noch erfahren, dass sie damals beim Kampf Muhammad Ali gegen Joe Frazier mit dabei war. Aber nicht wegen dem Kampf, sondern wegen der Mode, die da getragen wurde. Das ist großartig, ja, wirklich. Wobei sie kein Modehäschen ist, sondern... Nein, definitiv nicht. Die läuft die ganze Zeit eigentlich in Jeans rum, ne? Also die Frau, die ist kulturell, die ist, glaube ich, so ein kulturelles... Die Frau ist Kulturgut, würde ich behaupten. So ja, in also, all ihrer Persönlichkeit, in den, ich glaube, in dem, was in ihrem Gehirn vorgeht. Und ich meine, sie ist ja eine sehr belesene Person. Also behauptet sie ja, ihr Lieblingshobby sind Rauchen und Lesen. Und ja. ja. Es ist auch klar, New Yorker Maskottchen. Mhm. Und da frage ich mich halt, hey, es gibt ja mehrere New Yorker Maskottchen. Eins davon ist ein gewisser Herr, der mittlerweile auf Lebenszeit wohl bei Twitter gebannt ist. Und da frage ich mich, warum ist sie von Lebowitz Präsidentin geworden? Mhm. Aber okay. Ja gut, okay, aber für eine Politikerin, erwähnt sie das nicht auch, dass sie in die Politik gar nicht rein wollen würde? Egal, ja, ja. Es ist auch besser. Die will ja nie was, wenn man ehrlich. Also die meiste Zeit in der Serie erzählt sie halt, warum die etwas nicht mag. Mhm. Aber halt nicht so, also sie ist jetzt niemand, der das total verteufelt. Sie sagt einfach, das ist meine Position. Ja? Ich mag keinen Sport. Aber sie verteufelt niemanden, der jetzt irgendein Basketball verfolgt. Ja. Also sie ist blödes klingt, sie hat was sehr Weises an sich. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es dir im Vorgespräch auch schon gesagt bzw. geschrieben. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen traurig und schockiert, dass ich von der Frau bis dato nichts gehört habe. Ich habe sie garantiert mal gesehen, denn sie spielte wohl in ein paar Filmen mit. Also Martin Scorsese hat sie als Richterin besetzt bei The Wolf of Wall Street. Und sie hat wohl irgendeine Rolle gehabt, dieser Law and Order. Genau, da ist sie, glaube ich, auch eine Richterin. Also. Auch eine Richterin, genau. Also, und ich habe den Namen auch, glaube ich, schon mal irgendwie gehört. Aber ich konnte mit diesem Namen nichts verbinden. Wie gesagt, ich dachte, das sei diese bekannte New Yorker Fotografin. Ist sie aber nicht. Ich bin aber sehr dankbar, dass ich sie jetzt im Rahmen dieser Serie jetzt kennenlernen durfte. Und wenn Martin Scorsese sagt, hey, ich hätte noch ein bisschen Material. Du, ich würde es mal anschauen, ja. Ich hätte, ja, definitiv, ja. Definitiv. Und also auch Scorsese ist in seinem Ansehen bei mir wieder weiter gestiegen. Ich finde eh, je älter er wird, desto, keine Ahnung, seine ganzen Produzententätigkeiten, da sind viele Dinge mit dabei, die ich wirklich zu schätzen weiß. Ja. Und von dem her... glaube ich, sollten wir, da wir jetzt zum Ende kommen, ich sehe es... Oh, eine Sache, ja, noch, ein Satz von ihr, der es sogar auf eine Tasse geschafft hat, Sam, lautet, denk, bevor du redest, lies, bevor du denkst. Ja, und ja, wäre jetzt ein guter Schlusssatz, muss ich aber leider kaputt machen. Ach, scheiße, ja. Verdammt, das war mein Fehler, sorry. Nee, macht nichts, vielleicht setze ich den dann am Ende. Nee. Auf jeden Fall, glaube ich, jetzt... so eine richtige Bewertung abgeben. Ich finde es eigentlich sehr schwer, das zu bewerten. Deswegen würde ich sehr viel lieber ein bisschen Werbung dafür machen, dass Leute sich das ansehen. Ja, also ich würde jetzt auch keine Punkte vergeben wollen. Ich sage einfach nur, guckt mal rein. Ja. Denn das ist so eine Sache, wenn ihr nach 10 Minuten merkt, das gefällt euch nicht, dann könnt es lassen. Genau. Es tut keinem weh. Außerdem, ihr habt ja das Netflix-Abo eh. Also es läuft auf Netflix, falls wir das noch nicht erwähnt haben. Und einfach reinschauen, das ist, wie gesagt, ist selbsterklärend, aber es wäre schade. Ich glaube, es wäre schade, wenn man es nicht zumindest probiert. Definitiv. Ich bin auch sehr dankbar, dass du mir das empfohlen hast, beziehungsweise gesagt hast, guck das mal an. Ja, mein Netflix empfiehlt mir solche Sachen tatsächlich. Mein Netflix ist immer so hin und her gerissen. Mal empfiehlt es mir Sachen und mal kommen dann so Sachen, wo ich denke, was willst du von mir? Das gucke ich mir nicht an. Ne? So was wie Riverdale. Was will ich mit Riverdale? Keine Ahnung, was du mit Riverdale willst. Wir schon ja. Grund haben. Der Algorithmus weiß mehr über dich als du. Der Algorithmus lügt nicht. Oh, das wäre übrigens auch Pretend it's a Netflix. Ja. Martin Scorsese interviewt den Netflix-Algorithmus. Das wird sicherlich noch kommen. Da warte ich drauf. Okay. Ja, gut, okay. Wir haben nichts mehr. Deswegen, glaube ich, gibt es einfach nur eine kurze, knackige, knappe Verabschiedung und viel Spaß bei der nächsten Besprechung oder beim Ende. Jo. Tschüss. Tschüss.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Eighth Grade, der am 4. Februar bei Netflix erscheint und das Regiedebüt des Komikers Bo Burnham ist, der auch das Drehbuch geschrieben hat. In diesem Film geht es um Kayla, ein 13-jähriges Mädchen und so die Irrungen und Wirrungen der Teenagerschaft. Und wer könnte besser darüber reden als zwei Männer Ende 30, nämlich der Max. Hallo Max. Hallo Stu. Und ich, der Stu, genau. Hallo. Frohe Kunde. Wie gesagt, der Film startet am Anfang Februar. War es jetzt der 4. oder 5. Februar? Ist ja auch egal. Ist ja wurscht. Ich meine, der Cast hier erscheint auf jeden Fall eh schon vorher. Ja, ihr könnt den Film auch jetzt schon bei Netflix finden und euch erinnern lassen. Ne? Dann sagt Netflix auch Bescheid und sagt, hey, der Film ist da. Ich habe den Film vor ungefähr 1,5 Jahren gesehen. Den gibt es nämlich schon bei Amazon, allerdings nur digital zum Leihen und zu kaufen. Und habe dann der ganzen Welt gesagt, guckt euch diesen Film an. Mhm. Einer hat darauf gehört, nämlich du, Max. Ja, und diese Empfehlung war komplett zurecht. Es ist jetzt nicht so, dass ich von dem Film vorher nichts gehört hätte, denn in einschlägigen Kreisen viele andere Podcasts bzw. Videoschaffende auf YouTube den Film dann auch immer wieder mal in ihren Top-Listen drin hat, so als kleine Perle. Ich mich aber nie so wirklich rangetraut habe, da, naja gut, es geht halt um ein 13-jähriges Mädchen, ne? Ja. Und wie das so lebt. Und ich war noch nie ein 13-jähriges Mädchen. Nein, wirklich? Okay, schade. Nee. Und dachte, das sind ganz wenige, Berührpunkte zwischen uns, die mich den Film irgendwie fühlen lassen. Und mein Gott, habe ich mich getäuscht. Ja, mir eh. Also nicht, dass ich nach der Sichtung des Films gedacht hätte, ach Mensch, erst mal ein 30-jähriges Mädchen. Und das sollte ich auch sagen, als wir beide 13 waren, gab es glaube ich schon Handys, aber noch keine Smartphones. So. Na, bei mir noch nicht. Ja, damit hast egal. Du, ja. Aber das sind, du bist das der Ältere. Jahre. Ja, beiden, ne? Ja, gut, jetzt habe ich den Faden verloren. Egal. Egal, heben wir den Faden wieder auf. Ja, also im Grunde haben wir ja schon die Inhaltsangabe komplett wiedergegeben, denn es ist jetzt kein Film, wo jetzt wirklich das große Drama passiert. Es ist mehr so eine, ich würde sagen, sehr stille, aber auch sehr respektvolle Beobachtung von Kaylas Leben, die gespült wird vor der großartigen Elsie Fischer. Mhm, die man nur an der Stimme erkennt, wenn man die Minions, glaube ich, im Originalton guckt. Okay. Oh. Ich habe irgendwie jetzt vorher geguckt, die spricht irgendjemanden bei diesen nicht einfach unverbesserlich. Ah. Okay, da wahrscheinlich eins von diesen drei Kindern da wahrscheinlich. Ja, ja. Das schätze ich mal. Ich finde den Film unglaublich weise und finde es unglaublich strange, dass dieser Bo Burnham auch recht jung ist. Dieser Film wirkt auf mich tatsächlich so, als ob ihn eine ältere Regisseurin gedreht hat, mit viel Lebensweisheit. Die jetzt auf das moderne Leben von 13-jährigen Mädchen zurückblickt. Beziehungsweise es geht ja eigentlich tatsächlich um das letzte Jahr Middle School. Geht es auch ein bisschen drum, ich meine, das kennen ja wir als Deutsche nicht. Dann so der Einstieg in die High School. Was wir durchaus kennen, ist Pubertät. Hat jeder von uns schon mal gehabt. Eine mehr, der andere weniger. Und das alles zusammen, jetzt in Verbindung mit dem, was wir beide nicht kannten, nämlich Internetvideos machen über das eigene Leben, wenn dir eine 13-Jährige praktisch Lebenstipps gibt, wie man so mehr zu mehr Selbstliebe, zu mehr Selbstbewusstsein kommt und so weiter und so fort. Das ist alles in unserem damaligen Leben als pubertierende Jugendliche kein Thema gewesen. Und das zu beobachten, wunderschön. Tat sie dir auch ein bisschen leid, weil ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass da ist ja immer dieser gesellschaftliche Zwang auch da. Also jetzt gesellschaftlicher Zwang im Sinne von, guck mal, das machen die beliebten Kids in der Schule. Mhm. Und bei denen will man ja irgendwie auch mitmischen. Man will ja auch beliebt sein. Und deswegen macht sie ja auch so Videos. Und wie gesagt, ich gebe dir vollkommen recht, allein der Anfang, wenn sie da vor Video aufnimmt, da dachte ich mir schon, Gott, Kind, das machen. Mhm. Macht ja nicht unglücklich. Aber je mehr der geht, desto mehr hatte ich das Bedürfnis, sie irgendwie trösten zu wollen. Weswegen es gegen Ende eine sehr schöne Szene mit ihrem Vater gibt, die so ein bisschen wirkt, eine emotionale Klimax. So, genau. Ne? Ja. Es war unglaublich schön. Unterhalten sich die Generationen übereinander. Sie erfährt Dinge von ihrem Vater, die sie vielleicht nicht so ganz erkannt hat bisher. Ich würde auch fast sagen, dass der Vater so ein bisschen Eingeständnis macht, dass er vielleicht den einen oder anderen Fehler hat. Man muss sagen, sie leben zu zweit in einem Haus. Es scheint eine Mutter zu geben, die es nicht mehr gibt. Also ein alleinerziehender Vater. Und
die Situation an sich ist halt dann doch auch, ja, vielleicht ist es ein bisschen speziell, denn ich meine, der Vater muss arbeiten und sie ist mehr oder weniger schon recht früh, glaube ich, sehr, sehr erwachsen geworden. Deswegen kommt vielleicht auch ihr Drang danach, anderen Leuten in ihrem Alter so Lebensratschläge per Video zu geben. Keine Ahnung, wie man das sagen muss. Aber auf der anderen Seite, auch wenn sie sehr, sehr, sie wirkt weiser als ihre Klassenkameraden, finde ich, auf eine gewisse Art und Weise, aber möchte trotzdem mehr oder weniger, ja, dazugehören in so ein, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, in so eine Gruppierung von Jugendlichen, der andere Dinge vielleicht ein bisschen wichtiger sind. Das Instagrammen, dass, wie sagt man, dass man halt ganz einfach vielleicht auch gute Geschenke bekommt. Es ist auf der einen Seite materialistisch, die Welt, in die sie dann eintauchen will. Auf der anderen Seite ist sie auch sehr nihilistisch. Es ist vielleicht auch ein bisschen das, was wir vom amerikanischen Lebensstil als Europäer erwarten, sehen. Was man vielleicht auch aus vielen Highschool-Komödien ziemlich überzeichnet bekommt, bekommt man hier völlig unüberzeichnet, aber nichtsdestotrotz dadurch noch sehr viel schlagkräftiger aufs Brot gespielt. Und ich muss was trinken. Prost! So, die Stimme ist wieder da. Es ist sehr dokumentarisch und man hat eine, also ich finde, es ist echt komisch, das zu sagen, aber ich konnte mich halt komplett reinversetzen in dieses Kind. Vielleicht, weil da so ein paar Sachen auch mit dem Alter gleich bleiben. Denn sie will ja zum einen zu diesen coolen Leuten gehören und aber auch gerne etwas, wie soll ich das ausdrücken, etwas Mehrwertiges schaffen, etwas Mehrwertiges sein vom Charakter. Also ein Charakter, der mehr bietet als nur Instagram und Follower. Gleichzeitig sehnt sie sich aber eben auch nach dieser Anerkennung, die es dann bei Instagram und Facebook und Twitter halt gibt, wenn man halt eben geliked wird oder wenn man retweetet wird und wie das heißt. Mhm. Also sie ist da schon so ein bisschen in der Bredouille, ist das vielleicht falsch ausgedrückt, aber so Zwick. Ja, sie möchte, glaube ich, schon beweisen, ich glaube nicht mal sich selbst, sondern wirklich nur der Außenwelt beweisen, dass sie ein toller Mensch ist. Mhm. Und das setzt ihr so zu, aus meiner Sicht, dass das so auf ihr lastet. Und ich glaube, das kennt, glaube ich, jeder, dass man irgendwie versucht, den Leuten zu zeigen, hey, ich bin eigentlich ein ziemlich dufter Typ und dabei aber gar nicht mal sich selbst ist, sondern einfach versucht, etwas zu sein, was man nicht ist. Mhm. Ich meine, wir können es ja auch recht offen sagen, es liegt jetzt nicht daran, dass sie zu diesen coolen Kids nicht gehört, weil sie irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche komischen Hobbys hat, die uncool wären. Ja. Ganz im Gegenteil. Sie macht eigentlich so mehr oder weniger sehr moderne, zumindest meiner Ansicht nach sehr moderne Sachen, mit denen sie ihre Zeit verbringt. Aber was natürlich dann mit dazu kommt, sie ist vielleicht in einem anderen gesellschaftlichen Umfeld. Dadurch, dass sie vielleicht keine reichen Eltern mit einem Pool hat oder so, was halt andere Kids in ihrer Klasse haben. Und sie ist halt dann doch ein bisschen das picklige, etwas moppelige Mädel, das halt vielleicht von den Jungs nicht so ganz beachtet. Ja, das stimmt. Das macht ja auch ein bisschen zu schaffen, dass ein paar ihrer Mitschülerinnen halt einfach in der körperlichen Entwicklung ein bisschen weiter sind. Genau. Aber es gehört halt leider auch da, also das gehört einfach dazu. Also Kayla wird wahrscheinlich dann in 3-4 Jahren dann auch Busen haben oder so, ne? Genau. Aber das sind halt genau diese Probleme, mit denen die 13-, 14-Jährigen zu kämpfen haben. Und was der Film echt toll schafft, ist, ohne dass er großartig erklären muss, bringt er einen selbst immer wieder in solche Momente. Es ist irgendwo so zwischen Fremdscham streckenweise, weil man sich dann denkt, Mädel, mach's nicht. Und halt dieses sich selbst an seine eigene Pubertät zurückzuerinnern. Ja. Dass man eigentlich genau der gleiche Idiot war, halt in manchen Feldern. Bei Fremdscham gebe ich absolut recht. Ich würde da vielleicht noch wollen, Fremdscham wird oft halt gleichgesetzt mit Cringe-Humor, also das ist witzig. Mhm. Ich finde, das ist eine Art von Fremdscham, hier bei 11th Grade nichts Wertendes hat und nicht, die auch nicht komisch ist. Sie tut einem leid, aber es ist auch nicht so, dass man sich so denkt, so, oh, das arme kleine Mädel, das auch. Oh, ne? Wie du schon sagst, es fühlt sich da in vielen Sachen ertappt, dass man sich denkt, so ja, sowas ähnliches
das habe ich auch mal durchgemacht. Und vor allem eine Sache kommt dann irgendwie mit dazu, die zumindest bei mir gefühlsmäßig immer wieder auf den Tisch gekommen ist. Es war tatsächlich dieses, wenn man heutzutage liest von der Jugend und so weiter und dieser Generation, die eigentlich die Handys mehr oder weniger, ohne Handys geht's nicht, ohne soziale Medien, dieser Druck, sich öffentlich immer wieder präsentieren zu müssen, welche Auswirkungen das für Kinder hat oder Jugendliche, Pubertierende. Der Film hat's geschafft, dass man sich damit, auch wenn man gar nichts mehr mit dieser Welt zu tun hat, dass man diese Welt hinterfragt. Und dass man, vor allem jetzt Artikel, wenn ich sie in der Zeitung lese, der Film hat mich ein bisschen klüger gemacht, muss ich sagen. Ja, es stimmt. Es ist so ein bisschen, vor ein paar Jahren habe ich im Bus gewartet und an der Bushaltestelle lag so eine zerfledderte Bravo, die ich mir dann durchgeblättert habe. Und dann dachte ich mir so, Gott, was eine Scheiße. Und nach 8th Grade denkt man sich so, ja, aber irgendwie gehört es eben dazu, ne, zur Entwicklung. Ja, Das hat der Bo Burnham echt großartig gemacht. Übrigens hier noch eine klare Empfehlung. Der hat, glaube ich, auch 1-2 Comedy-Specials bei Netflix, sind auch sehr sehenswert. Die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Wirklich toll. Ich bin ja kein großer Fan von Komikern, die auch machen. Aber der hat ein paar richtig tolle Songs. Er hat zum Beispiel eine sehr schöne Ballade, in der es geht, wie schlimm es sein kann, wenn man weiß und heterosexuell ist. Ja, das ist das große. Und männlich, so. Das große, ja. Große Drama. Ihr wisst ja gar nicht, wie es uns geht. Und zwar ist männlich und heterosexuell. Das wird jetzt aus dem Kontext gerissen und wird jetzt wahrscheinlich dann irgendwie hochgeladen. Garantiert. Als Agenda gegen uns. Nee, aber das ist tatsächlich ein bisschen sehr verwunderlich, dass was treibt Bo Burnham eigentlich dazu, so einen Film zu machen? Das wird mich, da wäre ich gerne in seinem Gehirn. Ich weiß es auch nicht, aber ist mir auch ehrlich gesagt egal, solange das Ergebnis stimmt und das tut es, wie ich finde. Ja, definitiv. Und ich finde es schade, dass das halt keine so wenig Beachtung in Deutschland hat. Er ist ja in Deutschland auch noch nicht mal auf DVD erschienen. Er kam ja wirklich nur bei Amazon als digitaler Download raus. Und jetzt eben auf Netflix, das vielleicht ein bisschen hilft, ihn noch ein bisschen weiter zu verbreiten. Aber wenn ich bedenke, so der Rechteinhaber ist Sony, finde ich schon sehr schade. Also Gleiches gilt auch für so andere, zum Beispiel wie Art of Self-Defense, der jetzt qualitativ vielleicht nicht so gut ist wie 8th Grade, aber immer noch ein sehr schöner Film, wo ich mich auch frage, Leute, warum kommt ihr raus? Okay, es wird Zeit für ein Fazit, würde ich sagen. Ja. Welche Punkte vergeben wir denn? Ach stimmt, das ist ja tatsächlich, das ist ja ein richtiger Podcast, den wir aufnehmen. Da muss ja noch ein Fazit hier. Welche Punkte? Da können wir jetzt länger überlegen, ich schneide es raus. Follower, wobei 5 von 5 Follower ist mir scheiße. Das ist unglaublich wenig. Ja. Was kommt denn in dem Film alles vor? Zeitkapseln könnten. Nehmen wir Zeitkapseln. Okay, gut, Max, dann darfst du jetzt vergeben 0 bis 5 Zeitkapseln. Mit was vergleiche ich den Film? Von mir aus mit einem Leberwurstbrötchen, das ist mir egal. Ja gut, also unter den Leberwurstbrötchen, wenn ich den, ist es nur eine Zeitkapsel von 5, weil der Film hat nicht so gut geschmeckt. Als Film ist ja auch ein Regiedebüt. Ich könnte sagen, also Lady Bird wäre möglich. Girls Club vielleicht, Breakfast Club, vielleicht auch den Submarine, den wir letztens im Telehorst hatten. Aber dafür, ich finde ihn schon super besonders, deswegen, ich finde ihn sogar in dieser Blase, finde ich ihn sehr außergewöhnlich. Von dem her, ich muss ihm ja fast, ich gebe ihm 4,5, weiß aber nicht, warum ich ihm noch einen halben abziehe. Das ist nicht schlimm, weil ich würde ihm auch 4,5 geben. Ich glaube, da ein bisschen mehr könnte gehen. Das sagt mir nur mein Bauchgefühl. Ja, aber wie gesagt, ich finde, 4,5 von 5 ist jetzt nicht, wo man sich beschweren sollte. Nee, absolut nicht. Also definitive, klare Mega-Empfehlung vom fast 40-jährigen Rauscher von mir. Ja. Und das war's. Sind durch mit unserem Stammel. Yay! Wir verlassen. Wenn wir uns dann in 20 Jahren dann nochmal über einen Film über 30-Jährige und dann sind wir am Start. Verpasst nicht unsere Besprechung zu dem Film The End of the Studium oder sowas. Ja, okay. Ich finde es gerade schade, dass ich mit dir nicht Abikalypse besprochen habe. Okay. Naja, gut. Aber du hast ihn auch gesehen. Du fandst ihn ja nicht so übel wie ich. Ja, nicht gut, aber auch nicht so scheiße. Gut. Wir können ja noch ein bisschen rumspatronieren, um die 20 komplett voll zu bekommen. Oder wir sagen jetzt Tschüss. Das ist jetzt deine Entscheidung. Ich sag jetzt Tschüss, weil ich habe eh keine Stimme. Alles klar, dann sage ich auch Tschüss. Viel Spaß auch mit den restlichen Ausgaben des Telestammtischs und adieu. Hallo, liebe Hörerschaft des Telestammtisch. Hier sind wir wieder. Ich bin die Lydia und diesmal hier mit dem Adrian, der noch neu im Team ist. Hallo, Adrian. Hallo, Lydia. Ich freue mich.
Und wir haben euch einen Film mitgebracht, der schon etwas älter ist, aber trotzdem demnächst auf Amazon Prime startet. Spy von Paul Feig mit Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne, Miranda Hart und Jude Law in den Hauptrollen. 2015 kam er in die Kinos. Manche erinnern sich vielleicht noch, Kinos sind diese großen Häuser, wo auf einer Leinwand Filme laufen, ganz viele Leute sitzen im Publikum nebeneinander, eigentlich ohne Masken, ohne einen Meter Abstand sitzen die da, gucken sich den Film an. Man fragt sich, kann denn das erlaubt sein? Und ich sage euch, auch wenn ihr es nicht mehr glauben könnt, ich werde noch meinen Enkelkindern davon erzählen, ja, es gab mal eine Zeit, da war das so. Da sind wir in Kinos gegangen und da lief auch dieser Film. Und Adrian, du hast ihn jetzt natürlich online gesehen in unserem neuen Zeitalter. Wie fandest du den denn? Ich muss ja am Anfang sagen, ich bin ein großer Fan von Agentenfilmen generell. Und Spy, Susan Cooper Undercover ist ja so eine Art Agentenfilm-Parodie, die wir auch schon von Filmen wie Johnny English sowas kennen. Und ich war direkt vorneweg begeistert von Melissa McCarthy als der Hauptdarstellerin, die so ein bisschen, ja, so eine Art James Bond für in der humoristischen Version spielt. Sie macht das wirklich sehr gut. Sie hat ein gutes Timing und ist sehr selbstironisch. Und ich finde, sie bringt diese Rolle der CIA-Analystin, die es nicht so auf die Reihe kriegt am Anfang, richtig gut rüber. Ja, auch ich bin, muss ich zugeben, Fan von Melissa McCarthy. Sie ist neben mir die Hauptfigur Susan Cooper, so eine Mit-40erin, die nur einen langweiligen Schreibtischjob beim CIA hat und auch mal gerne in die Bresche springen würde und auch die Chance dazu kriegt, als ihr cooler, sexy, typisch James-Bond-Parodie-Kollege, gespielt von Jude Law, sich zufällig an einen Terroristen ranmacht, dessen Tochter dann einen teuflischen Plot schmiedet, den Susan Cooper alias Melissa McCarthy und ihre ebenfalls beim CIA angestellte Kollegin Nancy war das, genau, von Miranda Hart verkörpert, da im Einsatz sind. Natürlich sage ich mal persönlich dazu, Melissa McCarthy, sie hat wie viele Comedians ihren eigenen Stil und den muss man auch irgendwie mögen, damit die Gags denn zünden. Oder? Wie findest du das? Ja, also Melissa McCarthy ist ja prädestiniert für diese Komödienrollen. Da hat sie ja ein ganz großes Portfolio anzubieten an diesen Rollen, wo sie dann immer diese derbe Haut drauf Humoristin spielt. Und ich sag mal, wer das nicht mag, der ist ja vielleicht falsch. Wer auch andere Filme von Melissa McCarthy vielleicht eher nicht so mag, der sollte auch von Spy Susan Cooper Undercover dann vielleicht die Finger von lassen. Aber ich muss sagen, auch im Vergleich zu anderen Filmen, die sie gemacht hat, sag mal, Taffe Mädels oder Voll abgezockt oder was es auch gab, da stimmt das Timing hier auf jeden Fall noch mehr. Und ich muss sagen, das war einer ihrer besten Filme, die ich bis jetzt mit ihr gesehen habe. Und ich kann nur sagen, das war eine richtig gute Wahl, sie da zu nehmen als Hauptdarstellerin. Das passt einfach richtig gut. Ja, wenn man sich also ein bisschen auf diesen oft manchmal ein bisschen vulgären Humor, manchmal ein bisschen flapsigen Humor einlassen kann, dann finde ich ja auch ich den Film durchaus amüsant. Was mir persönlich als Frau auch gut gefallen hat, war, dass der Film eben so typische sexistische oder chauvinistische Klischees, die gerade in diesen, nicht nur, aber gerade in diesen älteren Bond-Filmen eben präsent sind, so ein bisschen unterwandert oder aufs Korn nimmt. Da gibt es auch eine ganz tolle Parodie zum Beispiel von Jason Statham, der ja nicht nur im Action-Genre, sondern gerade im komödiantisch-ironischen Action-Genre eine ganz besondere Rolle spielt. Und ich hatte da einiges zu lachen. Und es gibt auch sicher viele so kritische Momente, die aber subtil sind, sodass der Film eben trotzdem noch als lockere Komödie funktioniert. Wie war für dich denn so die ganze Story? Würdest du sagen, als Spy-Film-Fan oder Spionage-Film-Fan, dass es auch ein bisschen so als Krimi funktioniert oder ist es dann doch mehr nur so Komödie? Also für so eine Action-Komödie, da ist die Geschichte ja meistens nur so eine grobe Rahmenhandlung, um die Gags aneinander zu reihen. Und das passt eigentlich auch ganz gut. Hier geht es dann darum, dass Melissa McCarthy dafür sorgen soll, dass da eine Atombombe nicht explodieren soll. Aber das ist eigentlich nur so eine Kulisse für das Gag-Feuerwerk, was dann kommt. Und sie macht das wirklich von vorne bis hinten sehr gut. Was ich bei ihr auch sehr gut finde, ist, dass sie so eine gewisse Selbstironie hat. Es gibt ja diese Szenen, wo es darum geht, welche Identitäten sie da bekommt.
Und sie bekommt dann immer nicht diese Top-Identitäten, wie es sonst immer in den klassischen Spionagefilmen ist. Sie bekommt dann einfach so Identitäten wie so eine alleinstehende Katzenlady, die irgendwie Vorsitzende vom Töpferverein ist oder sowas. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass sie nicht als Volltrottel dasteht, sondern sie hat durchaus was drauf. Sie ist eine Agentin, sie hat das ganze Programm durchlaufen und sie kann auch, austeilen. Und das zeigt sie auch in den gesamten 120 Minuten, dass sie durchaus was drauf hat, was das auch unterscheidet von zum Beispiel Johnny English. Der glaubt, er wäre ein super Agent, aber ist eigentlich nur von vorne bis hinten so ein Vollidiot, der gar nichts drauf hat. Und das fand ich eigentlich sehr interessant. Das gibt dem Film auch, so ähnlich wie andere Filme von Paul Feig, dem Regisseur, und Melissa McCarthy, fast so eine Art feministischen Vibe, weil sie definitiv, wie du sagst, eine fähige Agentin ist, trotz aller Slapstick. Die Männer, die anderen Agenten sind, inkompetent im Vergleich zu ihr, und dass der Film deutlich zeigt, wie manche Leute, auch implizit Leute, die zum Beispiel wie Melissa McCarthy nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen, in die hinteren Reihen delegiert werden, wo sie dann vielleicht super Arbeit machen, die tollen Einsätze der schicken, aalglatten Leute in den Front Rows erst ermöglichen. Also der Plot und die ganze Story sind wirklich gar nicht so blöd, wenn man drüber nachdenkt. Es ist nicht einfach nur so ein flapsiger, flacher Haut-drauf-Humor, auch wenn die Gags manchmal in diese Richtung gehen. Der Film hat schon durchaus was zu sagen und macht da ein paar sehr sarkastische Kommentare, die auch in der Realität verankert sind. Also als Unterhaltung hat er für mich durchaus gut funktioniert, obwohl ich persönlich eigentlich nicht so ein Fan von dieser Art so Action-Komödie bin. Ist denn dir noch was besonders Erwähnenswertes an dem ganzen Projekt aufgefallen, Adrian? Also ich finde, was ich ganz besonders hervorheben möchte, ist eine Szene, und zwar platzt Susan Cooper in einer Szene in ein Konzert von Verka Serduchka. Das ist eine ukrainische ESC-Teilnehmerin, werden vielleicht einige kennen, die sieht aus wie so eine wandelnde Disco-Kugel. Und diese Szene, also da habe ich fast auf den Boden gelegen vor Lachen, weil das passte wirklich super, wie sie da versucht hat, ihren Kollegen vor einer Bombe zu warnen und dann auf der Bühne steht und da geht eigentlich alles schief, was schief gehen kann. Das war wirklich eine grandiose Szene und hat auch vom Timing super gepasst. Hattest du eine Lieblingsszene? Ich glaube, meine Lieblingsszene, das war nicht so richtig Lieblingsszene, sondern immer mehr einfach nur so Lieblingssprüche oder so, also es gibt ja da eine sehr coole Nebenrolle gespielt von Rose Byrne, die als Schurkin da sich ganz toll selbst aufs Korn nimmt. Also gewisse Kommentare, die da so fallen. Aber die will ich jetzt nicht vorwegnehmen, denn oft finde ich, ist es so, wenn man so einen Gag nacherzählt, ist es nicht so lustig, wie wenn ihr den im Film seht. Und ich denke, Adrian und ich sind uns da vielleicht einig, dass man als lässige Unterhaltung so zwischendurch vielleicht ein bisschen Ablenkung von den nicht so erfreulichen Nachrichten, die uns jeden Tag bombardieren, den Film durchaus empfehlen kann. Wie siehst du das? Ich kann ihn absolut empfehlen. Also man sollte natürlich ein Faible haben für solche Agentenparodien oder Agentenfilme generell und auch ein bisschen für den Hau-drauf-Humor, dann natürlich diesen feingeistigen Humor dann vielleicht mal ein bisschen abstellen oder nach hinten anstellen, weil da wäre man dann in diesem Fall ein bisschen falsch beraten. Aber ich muss sagen, im Groben und Ganzen war das eine hervorragende, unterhaltende Actionfilmkomödie und auf jeden Fall empfehlenswert. Also, wie viele MacGuffins von 1 bis 5 wollen wir dem Film denn jetzt geben? Ich lasse dir mal als Novizen den Vortritt. Ich muss sagen, ich würde 4 von 5 MacGuffins geben. Vielleicht noch ein bisschen was, warum ich nicht ganz die volle Punktzahl gebe. Der Film ist mir am Ende ein bisschen zu lang. So eine Komödie, die könnte vielleicht auch mal in 90 Minuten ablaufen. Das Ende ist ein bisschen sehr gestreckt. Da kommen dann Bösewichte auf Bösewichte und es wird ein bisschen übertrieben, dann auch mit der Action. Und der Humor ist teilweise schon etwas derbe. In der einen oder anderen Szene zündet der Gag vielleicht nicht ganz so. Aber 4 von 5, da ist, glaube ich, der Film dann auch sehr gut dabei. Ja, ich gebe dem Film wohlwollende 3 von 5, auch aus ähnlichen Gründen. Ist auch ein bisschen so, dass hier jede Kritikerin und jeder Kritiker sein eigenes Wertungsschema hat. Bei mir heißt so eine Durchschnittswertung, netter Film, gut gemacht, aber eben kein Meisterwerk, nichts Herausragendes oder so. Und wie du sagst, der Film hat einige Längen, der Humor schlägt
auch manchmal daneben. Und auch wenn man weiß, in 10 Sekunden kommt der nächste Gag, der dann vielleicht wieder sitzt, sind eben auch die nicht so gut gezündeten Gags nicht vergessen. Und manche Sachen sind dann doch ein bisschen sehr derbe oder nicht so wirklich komisch. Trotzdem, alles in allem kann man sagen, nette Unterhaltung. So, damit haben wir uns jetzt kurz und knapp schon fast wieder dem Ende zugenähert von unserer Podcast. Wir hoffen, ihr seid demnächst wieder dabei bei allen unseren Folgen. Und Adrian hört ihr in Zukunft bestimmt noch öfter, mich auch. Vielleicht sehen wir uns eines Tages am rätselhaften Ort Kino wieder, wenn es mal jemals so weit kommt. Bis dahin, guckt euch einfach noch vielleicht ein paar schöne Filme an. Also, dann sagen wir tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau in deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!